Willkommen von der Mobile World Congress 2013 mit dem brandneuen Nokia Lumia 720. Und einem 4,3 Zoll Display, Dual-Core-Prozessor natürlich hier und Windows Phone 8 installiert. Funktioniert wirklich wunderbar schnell. Wir haben vorne eine Kamera, die üblichen Windows Phone-Tasten und natürlich dedizierten Kameraknopf hier auch noch, wie ihr sehen könnt, an der Seite. An- und Ausschalter in der Mitte und Lautstärkeregler. Hat schön abgerundete Ecken und es gibt natürlich nicht nur in diesem schönen Fuchsia-Gelb, sondern auch noch in anderen Farben, wie wir euch auch schon leicht berichtet haben hier von dem Event. Hier diese kleinen Dots auf der Rückseite, die sind für das Case, das Wireless-Charging ermöglicht. Genauso wie beim 820. Wir haben eine Carl Zeiss-Kamera hier, das ist unsere Linse und auch noch ein kleines LED zum Leuchten, Kopfhöreranschluss, SIM-Kartenleser und an der Seite auch noch das erste Unibody mit Micro-SD-Kartenleser. Dafür benötigt ihr allerdings dann einen PIN. An der Unterseite findet ihr hier Micro-USB und Kopfhöreranschluss und ja, wir können mal kurz in die Kamera reingehen, die ich, denke ich mal, auch natürlich ganz schnell hier anmachen kann, indem ich einfach den Kameraknopf drücke. Und dann seht ihr gleich, die Farben sind wunderschön. Das Licht ist nicht ideal hier, aber es funktioniert wirklich sehr schnell und ich kann auch, denke ich mal, einfach auf die Frontkamera wechseln, wo ihr dann mich und den Julian hier seht mit einem wirklich Weitwinkelobjektiv, wie wir hier das schöne Video drehen und es auch angenehm schnell. Ja, das war, denke ich mal, ein ganz guter erster Eindruck von dem brandneuen Lumia 720 Telefon. Hier noch kurz die Tastatur, wie ihr sehen könnt, rotiert auch sehr schön schnell. Also ist wirklich ein sehr schnelles Gerät, obwohl die Hardware-Specs vielleicht etwas anderes aussagen würden. Mein Name ist Balaschka, danke, dass ihr zugeschaut habt mit dem brandneuen Nokia Lumia 720 hier von der Mobile World Congress. Bis zum nächsten Mal.